Hallo und herzlich willkommen bei Meinespresso TV. Mein Name ist Tom Krause und auch heute möchte ich mit euch den dritten Teil der Kleinschule der Hypnose erleben. Heute möchte ich einen kleinen Einschub machen, bevor wir in einer der nächsten Ausgaben damit weitermachen, euren Gegenüber in Trance zu versetzen, möchte ich heute einen kleinen Ausflug in die Sprache machen, beziehungsweise in eure Tonalität. Und zwar liebt es das Unterbewusstsein, Bilder und Filme zu gestalten. Also, das Unterbewusstsein ist sehr empfänglich für Bilder, die ihr im Kopf eines Menschen erzeugen könnt und auch Geschichten, die ihr erzählt. Weil wenn ihr diese Geschichten erzählt, dann muss das von demjenigen, der euch zuhört, in irgendeiner Art und Weise sein Kopf bzw. in seiner Vorstellung durchlaufen werden. Das muss also durch den ganzen Körper prozessiert werden und dementsprechend könnt ihr euch Geschichten und Bilder für die Arbeit in der Hypnose zunutze machen. Wie sonst wäre es zu erklären, dass 30 bis 300 Menschen in einem Raum Platz nehmen und Lichtreflexe an eine Leinwand geworfen werden, die die Menschen dazu veranlassen, zu lachen, zu weinen, wütend zu werden, also starke Emotionen zu zeigen. Ich spreche hier von einem Kino. Wir gehen in ein Kino, sehen Lichtreflexe auf einer Leinwand, einen Film und haben dann starke Emotionen. Übrigens sind die Menschen, die Schauspieler, Sportler, die am höchsten bezahlten Menschen in unserer Gesellschaft, weil sie eines machen, sie erzeugen Emotionen in uns. Und Menschen, die in anderen Menschen Emotionen erzeugen können, werden anscheinend Musiker, Robbie Williams, da kommen 300.000 Leute auf ein Konzert, weinen, lachen, sind euphorisch, werden in drogenartige Zustände versetzt, nur mit dem Gesang und mit dem Auftreten einer einzelnen Person. Jetzt habt ihr vielleicht keinen Robbie Williams, den ihr buchen könnt, jetzt habt ihr vielleicht auch gerade kein Kino zu Hause, doch ihr habt etwas viel, viel Wertvolleres, nämlich eure Stimme, beziehungsweise die Modulation eurer Stimme. Und was ihr damit machen könnt, ist zum Beispiel die semantische Dichte in eurer Sprache zu erhöhen. Was heißt das? Ihr könnt Worte so plastisch machen, dass diese Worte zu Bildern werden oder stärker noch zu Bildern sich verdichten, die Sprachdichte erhöhen. Zum Beispiel, wenn etwas lang ist oder jemand tief in Trance geht oder wenn eine Geschichte nur sehr kurz ist und wenn ein Mann sehr stark ist, dann könnt ihr das dementsprechend betonen. Ein Tipp von meiner Seite, übertreibt es nicht, weil das kann dann auch die Zuschauer auf der anderen Ebene überfordern, langweilen oder die Leute sagen, ist der bekloppt oder warum übertreibt der so mit seiner Sprache? Ja? Findet ein Gefühl dafür, indem ihr übt. Sowas geht nur durch Übung, sodass eine Geschichte im Land der Träume ganz angenehm für eure Zuhörer werden kann. Denn es war einmal ein Mensch, der ging kurzen und knackigen Schrittes auf den Weg in seine neue Welt. Diese neue Welt war geheimnisvoll. Dort warteten einige Zauberer und Elfen. Und auf einmal, als er diese Zauberer und Elfen sah, war ihm so leicht ums Herz. Versteht ihr, was ich meine? Viel Spaß beim Üben. So etwas könnt ihr an jeder Straßenecke, in jedem Gespräch üben, das ihr auch normalerweise im Alltag führt. Und dementsprechend erzählt doch einfach Geschichten, die von eurer Betonung, von der Sprachdichte demnächst etwas höher sein werden. Und dann werdet ihr früher oder später bemerken, wie einfach es ist, Menschen mit eurer Sprache zu verzaubern. Das war's für heute von
mein Espresso TV. Wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.